So ein Nachtragsvideo zu der wundervollen Super Deluxe Tele, von die ich gestern vorgestellt habe. Es brannte mir ein wenig unter den Nägeln, die Elektrik nochmal zu erklären. Es verhält sich folgendermaßen: Es gibt drei Tonabnehmermöglichkeiten, also Tonabnehmer in der Halsposition, in der Stegposition, und der Steg selbst ist mit einem Piezo-Element bestückt. Das heißt, es gibt eine Piezo-Tonabnahme. Dazu wird der untere Regler von den beiden, der untere Regler quasi eingesetzt für die Lautstärke des Piezos, arbeitet also unabhängig von den beiden anderen Tonabnehmern und kann dann entsprechend der Lautstärke zugemischt werden. Und der obere von den beiden Knöpfen ist der Volumenregler für die beiden, vermutlich doch eher, also was heißt vermutlich, ich gehe davon aus, dass die Stromversorgung nur für, es gibt eine 9 Volt Batterie, dass die Stromversorgung nur für das Piezo-Element installiert ist, also eine 9 Volt Block Batterie ist unter der Elektrikplatte hier, und die beiden Tonabnehmer arbeiten sozusagen passiv und die Piezoelektrik aktiv. Und dann kann man das nach Belieben dazu mischen. Und das ergibt diesen Boost-Effekt. Den ich im letzten Video beschrieben habe. Damit habe ich das nochmal klargestellt. Die Gitarre ist wirklich fantastisch und ich kann nur empfehlen, entweder vorbeikommen mit Maske zumindest, am besten eben geimpft. Auch hier nochmal der Aufruf, geht zur Impfung. Ich denke, wir müssen das konsequent durchziehen und nur so kriegen wir letztendlich die Pandemie in den Griff und können vielleicht irgendwann wieder zu einem wirklich normalen sozialen Zusammenleben übergehen, und man kann dann auch jederzeit in den Laden kommen, aber jetzt momentan ist es wirklich sehr schwierig, und deshalb kann ich immer nur wieder darauf hinweisen: Schützt euch selbst, geht zur Impfung und schützt damit andere. Und vor allen Dingen schaut euch das andere Video an, das ich gestern reingestellt habe, oder kommt vorbei, wie gesagt, mit Nachweis. Und Rigsdorf Music Company.